Willkommen bei DALI. Heute schauen wir uns den DALI Sound Hub etwas genauer an, den es optional zur DALI Callisto-Serie gibt. Der DALI Sound Hub kommt in seiner eigenen Verpackung. Und wenn wir diese öffnen, dann fällt uns als allererstes der Quick Setup Guide entgegen, der tatsächlich auch gut gemacht ist mit vielen Bildern und uns zeigt, wie wir den Sound Hub und die Lautsprecher der Callisto-Serie miteinander verbinden. Als zweites Teil in der Verpackung die Bluetooth-Fernbedienung des DALI Sound Hub und natürlich auch Batterien. Weiterhin, und das kennen wir schon vom DALI Catch, die Stromversorgung mit dem externen Netzteil und auch das ist beim Catch und vom Catch schon bekannt, die verschiedenen Möglichkeiten der Stromanschlüsse für unter anderem auch das Ausland. Zu guter Letzt natürlich noch der Sound Hub selbst. Und damit haben wir alles, was in der Box drin ist und wir für den Sound Hub benötigen. Eine Möglichkeit, die wir beim DALI Sound Hub haben, ist, dass wir einen der beiden Modul-Leerschächte auf der Rückseite nehmen. Und ein Modul, das es dafür gibt, ist das BlueOS-Modul. Das BlueOS-Modul ist selbst wieder in einem eigenen Karton eingepackt. Wir haben ein Install-Guide. Wir haben das Modul selber, natürlich, zum Einsetzen. Wir haben einen USB-Dongle, der die WLAN-Funktion herstellt und ein USB-Verlängerungskabel. Und somit haben wir den Sound Hub selbst Audio-Streaming-fähig gemacht. Musik.